mich in Mitte der 80er Jahre den Militärdienst verweigert und bin zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Damals haben hier haarsträubende Verhältnisse im Walliser Strafvollzug geherrscht. Ich habe die öffentlich abprangert und habe mich für die Rechte der Gefangenen eingesetzt und bin schlussendlich hier in einer Isolationshaft gelandet. Ich habe als Journalist von der Oberwalliser Oppositionszeitung Rote Analyse viele Missstände aufgedeckt, zum Beispiel im Spital, in der Verwaltung. Das hat aber nicht alle gepasst und ist auf Widerstand gestossen. Ich bin kein ängstlicher Mensch und habe mich nicht einschüchtern. Aber das ist die Aufgabe eines Journalisten oder von der Journalistin als Stellvertreter oder von der Bürger und Bürgerinnen, das in die Öffentlichkeit zu bringen, was in die Öffentlichkeit muss. Ich bin nicht mutig im Sinne von Feldspringen und Brücken springen, aber wenn ich Ungerechtigkeiten sehe, dann habe ich grosse Schwierigkeiten, wegzuschauen und auf den Müll zu hocken.